Wann operiert man eine Lidkorrektur in Lokalanästhesie und wann besser in einem Dämmerschlaf? Die Antwort auf diese Frage erhalten Sie in meinem heutigen Video. Mein Name ist Dr. Jessica Wittmann. Ich bin Fachärztin für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie im Kurzbarri-Zentrum. Wenn Sie vielleicht gerade über eine Lidkorrektur nachdenken, dann stellen Sie sich vielleicht die Frage, ob Sie diese in Lokalanästhesie durchführen lassen möchten oder vielleicht lieber einen Dämmerschlaf bevorzugen. Prinzipiell ist zu sagen, dass sowohl eine Oberlid- als auch eine Unterlidkorrektur in Lokalanästhesie möglich sind. Es ist einfach nur die Frage des Komforts, ob man gewisse Eingriffe vielleicht dann doch lieber in einem Dämmerschlaf durchführen lassen möchte. Ein Dämmerschlaf ist ein Zustand, in dem man nicht ganz wach ist, aber auch nicht in Vollnarkose ist. In einem Idealzustand bei einem Dämmerschlaf kann es auch sein, dass man die ganze Operation sozusagen einfach verschläft. In jedem Fall, egal ob Sie sich für eine Lokalanästhesie oder für einen Dämmerschlaf entscheiden, wird der Chirurg Lokalanästhetika verwenden. Dies hat den Vorteil, dass das Adrenalin, das im Lokalanästhetikum vorhanden ist, die Gefäße verengt und dadurch ein geringeres Blutungsrisiko während der Operation besteht. Eine einfache Oberlidkorrektur wird standardmäßig in Lokalanästhesie durchgeführt. Bei einer Unterlidkorrektur allerdings empfiehlt sich beispielsweise schon eine Sedoanalgesie. Bei der Unterlidkorrektur kann entweder von innen oder von außen operiert werden. Die ganze Operation findet aber schon deutlich näher beim Auge statt, sodass es für den Patienten einfach unangenehmer ist. Ein weiterer Grund, an eine Sedoanalgesie zu denken, wäre zum Beispiel eine gleichzeitig stattfindende Fettverpflanzung. Viele Eingriffe am Ober- oder am Unterlid werden bei Kurzbarri mit einer Eigenfettverpflanzung aus dem Unterbauch oder von der Innenseite der Oberschenkel durchgeführt. In so einem Fall ist es ratsam, den Eingriff in Sedoanalgesie durchführen zu lassen, denn die Fettabsaugung aus dem Bauch oder aus dem Bereich der Oberschenkel kann etwas unangenehm sein. Auch im Falle von komplexen Operationen, wenn also mehrere OP-Gebiete kombiniert werden, wenn beispielsweise eine Oberlidkorrektur mit einem Augenbrauenlifting kombiniert wird oder gar ein Augenbrauenlifting, eine Oberlid- und eine Unterlidkorrektur kombiniert werden, dann wäre ein Eingriff in Lokalanästhesie für einen Patienten einfach zu anstrengend. Wenn man sich vorstellt, dass man 2 bis 3 Stunden ruhig liegen soll, ohne sich zu bewegen und immer wieder neue Einstiche spürt, die durch die Lokalanästhesie notwendig sind, dann ist es einfach angenehmer, wenn man in einem Dämmerschlafzustand ist. Sollten Sie weitere Fragen haben, schreiben Sie diese einfach in die Kommentarleiste. Weitere interessante Themen finden Sie auf unserem YouTube-Blog. Wir freuen uns, wenn Sie diesen abonnieren.